Hallo und schönen guten Morgen. Ich darf heute mal wieder ein Messer vom Nino in die Kamera halten. Ihr seht schon, ein Kunstwerk, ein Meisterwerk. Zu der Scheide werde ich nachher noch ein paar Worte sagen, aber zuerst wollen wir mal nach dem Messer gucken. Es ist ein großes, schweres Messer auf Basis des Lupo 2.0. Ihr seht schon, ein ganz tolles Teil wieder, DLC beschichtet, die Schneide poliert, hier oben ein längs satiniertes Finish drauf, natürlich mit dem Logo vom Nino. Ihr seht hier das Pferd und Legion 14. Es hat einen Mikada-Griff, der sehr gut in der Hand liegt, der typische Nino-Griff. Jetzt mal was zu den Maßen. Die Klingenlänge ist 19,8 cm. Eine verwertbare Schneide haben wir hier von 19,2 cm. Und die Gesamtlänge ist 32,5 cm. Die Dicke der Klinge ist 6,0, genau 6 mm. Und die Höhe der Klinge ist knappe 5 cm, 4,9 cm. Es hat hier oben auf dem Rücken Chimbings, die gerne etwas weiter hinten anfangen dürften, da ich sonst den Daumen zu stark überstrecken muss und das wird dann unbequem. Wir haben hier vorne ein Feilwerk, das kennt man ja von den frühen Bowie-Messern, die hatten hier auch Rillen oder ein Chimping über den ganzen Klingenrücken, und zwar war das damals gewesen, um die gegnerische Klinge beim Messerkampf zu fangen. Also die ist dann nicht drüber gerutscht über den Klingen, sondern ist in den einzelnen Vertiefungen hängen geblieben. Oder man hatte hier eine Messingschiene drauf, die den gleichen Zweck erfüllte. Hier ist das, denke ich mal, mehr Zierde. Ein sehr schönes Messer. Ich werde mal kurz, ob ich ein Stück Papier hier habe, mal einen Schneidtest durchführen. Und rattenscharf. Super. Jo, wie immer ein sehr sauber verarbeitetes Modell vom Nino. Wir wollen mal kurz noch die Griffdicke messen. Da hätten wir 22,3 mm. Und an der höchsten Stelle hat der Griff 40 mm. Diese Fingerchoils am Ende und hier sind zum sicheren Griffgefühl. Und man kann auch weiter hinten greifen, um damit zu hacken. Jo, ein sehr gelungenes Messer, wie ich finde. Mir wäre jetzt die Klinge ohne dieses Feilwerk lieber. Aber das sind Geschmackssachen. Der Griff ist zweifarbig, schwarz-rot, in meinen Augen sehr gelungen, mit diesen schrägen Rillen, die nochmals Traktion geben sollten. Ein schöner, großer Brecher. Die Klinge ist aus U1 Stahl und ist gehärtet auf 6061 Rockwell. Jo, das wäre mal das zum Messer. Aber die Griffschalen sind natürlich Nino-typisch verschraubt. Man kann sie abnehmen, um zu reinigen. Und alles sehr, sehr sauber. So, jetzt wollen wir mal uns um die Scheide kümmern. Das ist ein Kunstwerk. Sehr sauber verarbeitet mit Einlagen aus eingefärbter Rochenhaut. Auch wieder ein Riesenklopper, hat hier unten noch eine Lasche, um einen Beinriemen anzubringen,
eine sehr stabile, große Gürtelschlaufe. Die hat also mindestens, ja, ich würde mal sagen, 10,5 cm. Und auf der Rückseite einen Riemen, sodass man das Messer auch am Rucksack befestigen kann. Geht etwas schwer, aber mein lieber Schwan. Jo, was kann man zur Scheide noch sagen, außer dass sie kunstvoll ist? Es ist ein riesen Messer Firestyle dabei. Ebenfalls diese Aufnahme hier verziert mit Rochenleder. In der Natur wird bei den Tieren durch diese auffälligen Farben gewarnt. Achtung, giftig, nicht genießbar. Und hier könnte man sagen, Achtung, giftig, scharf. Jo Leute, ein wirklich top verarbeitetes Etui für das Death Valley. So heißt das Messer. Der Name Death Valley passt irgendwie. Wir haben hier eine Dicke an der Scheide von 28 mm und das Leder ist satte 5,5, 6 mm. Wirklich ein Brecher von Werkzeug, wird dem Messer aber gerecht. Ein tolles, tolles Teil. Kunstvoll gestaltet. Also mir wäre es zu schade, um so mitzunehmen. Aber ich krieg das Ding gar nicht mehr hin. So, jetzt. Mir wäre es einfach zu schade. Ein Kunstwerk, die Scheide ganz bestimmt. Mir wäre etwas dezenter und nicht gerade so ein Riesenklopper wäre mir persönlich lieber. Aber die Idee mit dem Lederriemen auf der Rückseite finde ich klasse. Man kann da auch durchaus das Messer höher tragen, wenn man den Gürtel hier durchmacht. Wirklich top verarbeitetes Messer. Da hat der Nino mal wieder richtig abgeliefert. Die Naht ist zweifarbig. Außen ein Gelb. Nach innen zu ein Rot, gibt wieder einen schönen Akzent. Jo Leute, das wäre es eigentlich, was ich zu dem Messer zu sagen hätte. Ein wirklich schönes Stück. Einfach top. Jo, das wäre es eigentlich schon gewesen. Zum Messer von Nino, zum Death Valley. Achtung, giftig. Jo, bis denne. Tschüss.